3, ich grüße euch. Liebe Fluggäste, ich bitte Sie um Verständnis, wenn das heute ein ganz besonderer Flug ist. Wir, die Intersky, deren Chefin ich bin, fliegen heute zur Wahl der Miss Intersky nach Köln. Ich habe schon bei der Miss Juni-Wahl in Friedrichshafen letztes Jahr mitgemacht und ja, es war eine super tolle Erfahrung und ich habe mir gedacht, ich probiere es jetzt einfach wieder mal und ja. Viel Spaß, vielleicht etwas Sonne und einfach ja, ein tolles Wochenende und gute Kollegen. Warum du als Miss Intersky? Warum? Weil ich ausgeblitzt bin, freundlich, immer gut gelaunt und ja, spontan. Immer dabei. Erstens mal fliege ich sehr gern und ich möchte auch unbedingt andere Länder und Kulturen kennenlernen. Und da ist es natürlich die beste Möglichkeit, da die Miss Intersky sogar ein Jahr gratis fliegen kann mit der Fluglinie Intersky, ist das natürlich optimal. Ich denke mal, dass du in erster Linie guten Charakter haben sollst, gut aussehen auch. Im Allgemeinen attraktives Erscheinungsbild sein. Wie läuft der Flug jetzt hier, wenn Sie hier täglich, das hier ist sozusagen ja Ihr Büro, Ihr Office, ne? Auf was muss man so achten als Pilot? In erster Linie, dass man mal weiß, wo die Sache hingeht oder hingehen könnte. Das heißt, vorausschauen, denken, die Sache versuchen, so gut es geht, untereinander zu koordinieren. Und es ist nicht bloß die Technik, sondern auch eben die Crew und die Mannschaft. Naja, da wünsche ich der zukünftigen des Intersky viel Erfolg, viel Glück. Und vor allen Dingen auch viel Spaß mit der Intersky. Mädels, bleibst du mal ganz kurz noch bei mir? Ich brauche jetzt nur ein Gruppenfoto. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Die Frau Moser und ich kommen beide aus der Regionalfliegerei. Ich kenne die Frau Moser noch. Da war sie die Chefin der Rheintalflug. Ich war damals bei Eurowings, eine etwas größere Gesellschaft, aber beide in der Regionalfliegerei tätig. Und daher kennen wir uns. Wir waren keine Mitbewerber, kann man so nicht sagen. Wir flogen andere Routen und untereinander kennt man sich. Und man hat sich natürlich irgendwann mal ja, ganz gerne gut und gerne kennengelernt. Und ja, es hat sich daraus eine gute Freundschaft entwickelt. Wir sind auch ganz froh, dass die Intersky die Wahl zur Miss Intersky hier am Köln-Bonn Airport macht, in Köln. Ich denke, wir sind prädestiniert dafür, solche Geschichten hier auszurichten. Der Flughafen, wie Sie sehen, hat eine tolle Atmosphäre. Natürlich, es sind alle 12 Kandidaten Favoritinnen, es sind alle hübsch, sie sind alle toll, haben tolle Ausstrahlung. Bin gespannt, wer Miss Intersky 2007 wird. Mein Favorit?
ganz schwer zu sagen. Schaut euch die Mädchen hinter uns an. Also bitte dir. Jetzt schon zu sagen, wer dort gewinnen könnte, sehr, sehr schwer. Beschreib mal die Stimmung. Wie spielt sich das Ganze ab? Ist das Zickenterror pur oder ist das sehr harmonisch? Also es gibt natürlich Veranstaltungen, da hast du tatsächlich auch mal Zickereien. Ne? Also das wäre jetzt gelogen, wenn ich da was anderes sagen würde. Aber im Allgemeinen läuft es sehr harmonisch ab. Und gerade die Miss Intersky, war das sehr familiär. Also man kennt sich und man spricht untereinander. Auch die Mädchen untereinander haben relativ viel Spaß. Telling the bibs now. You said your trust is getting weaker.